herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Konrad. Aha. So, also, die zwei anderen Prüfungen, die können wir jetzt noch nicht machen. Erst müssen wir Zack einen Trank brauen, damit er sich wieder in einen Drachen verwandelt. Die Frage ist, ob wieder, wer er eigentlich ist und was das Ganze hier soll. Also, wir müssen ja auch irgendwie alle Schüler und alle Lehrer wiederfinden. So. Durch die Tür, wenn man uns lässt. Ich habe Angst, aber ich komme mit. Genau. Schnell durch die Tür. So. Hinunter. Ah, und dann fällt mir noch ein, wir können die Wasserpumpe in Gang kriegen. Ja. Nicht? Wenn wir hier schon mal auf dem Weg sind. Da. Treppe runter. Hui. Und hier in den Keller. So, durch diese Tür. Alles voller Seehunde hier. So, und dann machen wir uns an dieses Puzzle. Deckel auf. Okay, also, wie ist denn das hier? Also man könnte gucken, ob das vielleicht hierhin passt. Das vielleicht hierhin passt. Und vielleicht. Nee. Das hier vielleicht hierhin. Und das hier. Das hier vielleicht dorthin. Hier vielleicht dorthin. Und das sieht ja eigentlich schon mal ganz okay aus. Okay ist aber noch nicht gut genug. So. So richtig. Nee, das gefällt mir hier noch nicht. Das gefällt mir hier noch nicht. Das gefällt mir hier auch noch nicht. Nee, Quatsch. Nein. Wie geht denn das hier noch am besten? Das geht nicht. Das, nein, auch nicht. Das sieht eigentlich okay aus. Jetzt müsst ihr vielleicht... vielleicht das hier... So vielleicht. Ja, so geht's. Es muss ja alles irgendwie zusammenpassen. Mhm. Ne? Weißt du? Ja. Ja. Finde ich auch beeindruckt. Okay. Das sieht schon mal ganz gut aus. Die Zahnräder drehen sich richtig, aber die Pumpe funktioniert immer noch nicht. Da unten war doch noch ein Hebelchen. Zieh den Hebel, Lydia. Kommt schon, Pedro. Genau, hier unten. Und zieh.
und das ganze Schloss zittert. Aber die Pumpe funktioniert. Endlich mal. Endlich mal. Wasser. Jetzt können wir die Pflanzen im Garten gießen. Möge das Wasser fließen und das Schloss stehen bleiben bei dem Gewackel. Schon groß. Mein Gott. Oh. Und? Das ist die Eingangshalle. Ja. Jetzt kommt das Wasser. Langsam. Was für eine Verschwendung. Ja. Ja, nur damit der Springbrunnen funktioniert, weißt du? Dafür haben wir uns jetzt die Mühe gegeben. Naja. Oh. Deko halt. Deko, ja. Deko ist nicht zu unterschätzen. Vielleicht kommen dann auch die Schüler wieder. Mhm. Weil die dann denken, oh. Ist doch hübsch, ich bleibe. Ich gehe doch. Ich gehe jetzt doch zur Schule. Wasser. Wie schön, wie schön. Und auch da. Oder nein? Okay, da noch nicht. Aber auch da gab es einen Hebel im Garten, den wir wahrscheinlich auch erstmal ziehen müssen. Na gut. Ah ja, für die Pflanze. Ja, ganz wichtig. Cool. Wow, diese Schule ist voller Wunder. Und voller Technik. Hoffentlich bemerkt das jemand. Wenn du beim Zaubern nur halb so talentiert bist wie beim Reparieren von kaputten Maschinen, wirst du einmal ein mächtiger und berühmter Zauberer. Okay, na gut, danke. Das war ein nettes Kompliment. So, was wollte ich? Ach so, ich wollte gucken. Mit dem Notizbuch. Das hier. Kann sie das jetzt lesen oder? Ja. Eben Locus Nigilis. Ach so. Ah. Okay. Eine Frucht, also Blätter haben wir gesammelt. Eine Frucht brauchen wir. Und. Naja, gut. Okay. Also uns fehlt noch ein bisschen was, heißt das. Huch. Was ist los, Zack? Die Eule. Huhu. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ah, die Eule. Mir kommt es so vor, als würden wir beobachtet. Ja, wir beide beobachten euch. Das waren wir, genau. So, also das haben wir gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir jetzt wieder... Dann gehen wir jetzt in den Garten. Gehen wir in den Garten und lassen eine Pflanze wachsen. Ach so, wir haben wahrscheinlich das Samenkörnchen noch nicht. Wir haben ja noch kein Samenkörnchen eingepflanzt. Mhm. Stimmt. Aber wir können schon mal Wasser anmachen. Und das Ding müssen wir auch noch spielen, aber wir haben noch keine Figürchen. Ah, stimmt. Vielleicht müssen wir zum dicken Mann im Wald noch mal gehen. Der ist doch Händler, ne? Ja. Vielleicht hat der sowas. Und dann haben wir noch die geheimnisvolle Tür im Keller. Also du siehst, es gibt noch viel zu tun. Hallo. Ach hier. Die Kurve ist schwer zu finden, wenn man nicht weiß, dass sie da ist. Ja.
Dann machen wir Wasser an. Wassermarsch. Und jetzt kommt's. Und der Drache kotzt. Ich sag mal was. Ja. Gott sei Dank. Gut. Prima. Das war schon mal der erste Teil. Was für ein netter kleiner Wasserfall. Ja. Das sieht schon besser aus. Anscheinend hat das Wasser jetzt wieder seine normale Höhe. Nach diesen Aufzeichnungen sind wir fast fertig. Fast. Aber auch nur fast. Welche Aufzeichnung? Ja, im Notizbuch. Also. So, wir gehen jetzt in den Keller und öffnen diese wunderschöne magische Tür mit dem Pergament, mit dem abgerupften. Mhm. Mit diesen Buchstaben drauf. Gerade in das Pergament reingucken. Ach, ja, die waren nicht vollständig, oder? Ja, doch. Genau, das war nicht vollständig. MB, dann fehlt irgendwas. F, Lücke, X. MB, FX. Ich schreibe das mal auf. Also, M, B, Fragezeichen, F, Fragezeichen, X. Dann drücken wir zuerst mal das M. Und dann drücken wir das B. Und dann drücken wir Fragezeichen. okay. Ich glaube R. Meinst du? R. Weil F und X kommen noch vor. Später. Nee, das ist ein T. Achso. Immer mal das T. Dann T. Und dann F. Das F. Und dann C wahrscheinlich. C vielleicht. Und dann das X. Oh nein, falsch. Ach nee, doch. Huch. Was war das? Hä? Hä? Warum hast du so geschrien? Ich hab fast einen Herzschlag gekriegt. Huch, die Tür ist auf. Ich habe etwas Seltsames gehört, als die Tür verschwand. Hm. Zack, hör auf. Ich hab's dir bereits gesagt. Es gibt keine Geister. Keine Geister. Dun, dun. Oh, na gut. Wir spazieren hier einfach mal rein. Oh. Wo sind wir? Oh, der Weinkeller der Schule. Ich weiß nicht. Hier war ich noch nie. Warum flüsterst du noch? Wir müssen ja nicht schleichen, oder? Oder? Hört mich jemand? Uhu. Psst, sei still. Du machst noch jemanden auf uns aufmerksam. Wir müssen leise sein. Tja, das will ich ja. Hm. Der Sinn des Ganzen ist ja, dass uns jemand findet. Mhm. Guck mal, hier ist ein Kessel. Den brauchen wir zum Zaubertrank brauchen. Das ist lustig. Celestes Eltern hatten einen Weinkeller wie diesen, in dem wir als Kinder gespielt Aha. haben. Hm. Wow, was für ein riesiger Kessel. Der muss echt schwer sein. Tja. Ist da irgendwas zu futtern drin? Ich sterbe vor Hunger. Na gut. Wenn du etwas anderes möchtest als Staub und Spinnenweben, wirst du dich gedulden müssen. Tja. Diesen Kessel könnten wir beim Brauen des Trankes gebrauchen, aber er ist viel zu schwer für mich. Suchen wir einen kleineren, den ich tragen kann, oder einen in der Nähe einer Feuerstelle. Schön für Sie. Und jetzt, da wir wissen, dass er leer ist, könnten wir von hier verschwinden? Nein. Nein.
Hier gibt es doch noch so viel zu sehen. Zum Beispiel hier diese kleine Tür. Oh, ach so. Ah, hier gibt es einen kleinen Aufzug. Da kann man den Kessel wahrscheinlich später drauf. Gut. Na gut, lassen wir erstmal so. Was gibt's denn da die Treppe hoch? Okay, also da ist der Aufzug. Okay, sehr schön, sehr schön. Na gut, alles klar. Treppe hoch. Was gibt's hier? Bierfässer oder Weinfässer. Alles in Drachenform. Ah, guck mal, hier ist auch Mustavio. Mussolini. Noch mehr Sachen, auf denen Mustavios Name steht. Hm. Okay, cool. Spannend. Aufregend, nicht wahr? So. Was gibt's hier? Wein. Wein und noch mehr Wein. Und hier ist noch ein Knöpfchen. Ach, das ist bestimmt der Speisenaufzug, der in die Küche führt. Ja, sieh an. Okay. Das hätten wir. Hier gibt es wahrscheinlich weit und breit keinen Kessel. Aber muss ich ja den vom Keller nutzen? Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Den will sie eigentlich gar nicht nutzen, aber man sollte sich, glaube ich, erstmal umsehen. Komm schon, Lydia. Brauen wir schnell diesen Trank, damit ich meine Drachenform zurückbekomme. Ja, ja. Uns fehlen immer noch ein paar der benötigten Zutaten. Deshalb können wir deinen Trank noch nicht brauen. Na, beeilen wir uns und suchen wir, was wir brauchen, damit wir anfangen können. Okay. Um ehrlich zu sein, ich habe es nicht eilig, diesen Trank zu brauen. Was? Warum denn nicht? Du kannst doch jetzt keinen Rückzieher machen. Ich bin doch noch nicht einmal eine Studentin, Zack. Ich weiß nicht, was ich tue und der Trank, den ich braue, könnte alles nur noch schlimmer machen. Ich mache mir doch nur Sorgen um dich. Oh. Was? Verstehe. Na gut. Also, wir gehen mal wieder runter und dann gehen wir zu Mustavio und sagen, hey, Junge, deine Fässer sind hier. Hast du übrigens ein paar Figuren für uns? Hast du gemerkt, alle Leute in der Schule tot sind? Genau. Was die Nachbestellung nicht gab. Alle tot. Ja, alle. Na gut, die Leichen haben wir nicht gefunden, aber... Die Vermutung liegt nahe, dass irgendwas mit denen passiert ist. So. Dann gehen wir jetzt wieder durch diese geheimnisvolle Tür. Hier runter. Genau. Runter. Durch den Keller. Durch diesen Spalt in der Mauer und durch die Kanalisation. Lange Laufwege. Hier runter. Und hier können wir nämlich ins Grüne. Und dann joggen wir so durch den Park. Riesig. Na? Und weiter.
Zack, ist alles okay? Hat er jetzt auch noch Angst vor Wasser? Nein, da ist etwas Seltsames in diesem Wald. Oh nein. Eine gefährliche... Was? Zack, geh bitte nicht weg. Was? Was? Oh nein, sie hat wieder eine Vision. Oh nein. Celeste. Ah, Celeste. Welch eine wunderbare Überraschung. Ah, ein sprechender Tut Baum. Mir leid, dass ich dich geweckt habe. Aber ich bin so aufgeregt, dass ich es nicht erwarten konnte, dir zu zeigen, was ich gefunden habe. Sieh. Das ist ein hübsches Gemälde von dir, Celeste. Es sieht so realistisch aus. So realistisch? Nein, du verstehst nicht. Das bin nicht ich. Das ist ein Porträt meiner Mutter. Wahrscheinlich in drei Minuten sehen wir das Porträt. Wäre sie hier, bin ich sicher, würde man euch beide für Schwestern halten. Überhaupt nicht ähnlich. Ich weiß, es ist unglaublich, wie sehr wir uns ähneln. Nein, nein. Eine Sache verstehe ich allerdings nicht. Was denn, meine Liebe? Du scheinst bekümmert zu sein. Obwohl ich aussehe wie meine Mutter, warum liebt mich mein Vater nicht so, wie er sie liebte? Tja. Ich lebe jetzt schon seit Hunderten von Jahren, Celeste. Und die menschliche Natur ist mir noch immer ein Rätsel. Tut mir so leid, Celeste. Wenn du etwas brauchst, ich werde immer da sein. Oh Gott. Vielen Dank, Lydia. Aber nichts wird mir jemals meine Mutter ersetzen. Arme Celeste. Keines meiner Worte konnte ihr an jenem traurigen Tag Trost spenden. Dein Vater und ich sind noch da, Celeste. Steh auf, Celeste. Es ist Zeit zu gehen. Weinen macht es nicht besser. Ach je. So. Jetzt sehen wir erstmal die kleinen Mädchen, wie sie sich unterhalten gleich. Ich habe eine Vision. Ja? Dass es eines Tages diese Vision zu Ende ist und man wieder klicken kann. Ja, eines Tages. Wenn Celeste fertig ist, mit Bäumen zu sprechen. Oh! Ja. Oh nein! Ah. Ah. Celeste, weine nicht. Weine nicht. Aber ich bin chubby. Ich weiß. Aber das ist doch kein Grund zu weinen. Du kannst immer noch schlau werden. Und zumindest bist du nicht dumm. Nur chubby. Oh Mann, das ist ein Mädchen, ein kleines Mädchen. Ist einfach nicht so fies. Eines Tages werden wir große Zauberinnen sein. Genau. Du eher eine Hexe. Und ich werde dich retten, wenn du mal wieder Mist gebaut hast. Also weine nicht. Oh, danke schön. Oh, danke. Keine Sorge, Celeste. Genau. Ah. Und der Vater steht da. Wieso ich? Oh nein. Ah, warte, bitte. Das ist echt verdammt langsam. Es tut mir wahnsinnig leid. Sollen wir uns schon mal verabschieden? Folge ist gleich vorbei. Ihr habt ja gehört, was passiert. Dann sehen wir uns bei der nächsten Vision. Oh ja. Wir lassen das Video einfach mal. Genau, wir lassen das drei Stunden weiterlaufen. Ja, bis der Vater endlich sagt, komm Celeste. Ja, er dreht sich schon um. In Zeitlupe. In Zeitlupe. Guck mal. Die Emotions. Spürst du sie? Boah, der hat einen Schritt gemacht.
Vielleicht macht er noch einen. Achtung. Gleich. Noch einen. Oh. Wow. Und noch einen. Und jetzt Black. Oh. Ah, na Gott sei Dank. Endlich. Oh Mann. Okay. Oh Gott, ich werde mich niemals an diese Visionen gewöhnen. Zumindest sind wir gleich immer noch in diesem Wald. Ja. Hey Zack, rate mal. Ich habe meine beste Freundin gesehen, Celeste. Und dieses Mal war sie so alt wie ich. Sie sah so... Zack? Zack, wo bist du? Wo bist du? Na großartig, die einzige Person? Tier? Wie auch immer. Der Einzige, den ich gefunden habe, musste natürlich verschwinden, während ich eine Vision habe. Natürlich. Nee, du bist weggelaufen wahrscheinlich. Wo ist der nur hin? Tja. Und warum bin ich auf dieser Lichtung? Und wieso sind alle nackt? Nein. Gut. Wieso liegt der Stroh? Ja. Wie gesagt, also, wir speichern jetzt. Was haben wir uns? In der nächsten Folge.